In diesem Video übernehme ich einfach einen Verein aus der dritten italienischen Liga und führe den, was auch sonst, natürlich zum Champions League Titel. Ey, ich hab so Bock auf diese Sprint to Glory. Und damit herzlich willkommen bei einem ganz, ganz besonderen Projekt. Wollen wir das Servus oder so mal nicht vergessen. Dieses Video ist natürlich überhaupt erst dank einer Mod möglich. Der EEP 2.0 ist seit neuestem draußen. Ich packe euch den Link dazu in die Videobeschreibung rein. Es ist so dermaßen geil. Die Mod bringt so viele saucoole Features mit. Unter anderem eben hier die dritte italienische Liga. Die hat zwar hier nur 10 Vereine, aber trotzdem, das ist einfach so dermaßen geil, dass man so eine richtige Road to Glory, Sprint to Glory in Italien machen kann. Jetzt muss ich mir natürlich entscheiden, wen von den Vereinen ich steuern möchte. Und das ist gar keine leichte Entscheidung. Ich bin ehrlich, von den meisten von den Vereinen habe ich noch nie was gehört. Ich werde das jetzt einfach nach dem Logo entscheiden. Und da gefällt mir das von Lecce und von Juve Stabia am besten. Ich werde halt Safe Call alles falsch aussprechen. Aber ist auch egal, schlussendlich entscheide ich mich für Juve Stabia. Die haben da so eine Hornisse oder was auch immer das ist auf dem Logo drauf. Fühle ich auf alle Fälle mit diesen blau-gelben Vereinsfarben. Ich hoffe, ihr fühlt es genauso. Lasst einen Daumen da auf dem Video. Supportet da unbedingt rein. Und selbst wenn ihr mich jetzt nicht unbedingt supporten wollt, dann supportet zumindest den Slim und die ganzen anderen Ersteller dieser Mod. Hier ist auch noch so ein Add-on mit dabei, was die Transfers alle realistischer machen soll. Da bin ich auch richtig gespannt drauf, was das für Auswirkungen haben wird auf diese Sprint to Glory. Ihr wisst, wie es abläuft. Jedes Spiel wird simuliert bis zum Champions League Finale irgendwann. Es wird eine Weile dauern auf alle Fälle, aber mit den richtigen Transfers, den richtigen Einkäufen sollte uns das schon gelingen. Und dann legen wir endlich so richtig los mit dieser Serie C italienische dritte Liga Sprint to Glory. Vorher muss ich euch aber noch unbedingt sagen, dass Top 11 2023 ab sofort mit vielen neuen Features verfügbar ist. Zum einen haben wir da das Spielerakademie Feature. Damit könnt ihr eure Spieler zusätzliche Trainingseinheiten absolvieren lassen, damit sie noch besser werden. Außerdem gibt es jetzt 3D-Live-Matches. Dadurch könnt ihr eurem Team live und in 3D beim Siegen zuschauen. Seht genau, wie sich eure Taktik auswirkt. Und natürlich habt ihr wie gewohnt auch die Kontrolle über alle anderen Aspekte eures Vereins. Die Verpflichtung von Superstars, Bau des eigenen Stadions. Ihr könnt gegen viele andere Manager rund um die Welt zocken. Das Beste, das Spiel ist kostenlos und ist für alle Geräte verfügbar. Ihr könnt es sogar über den Browser zocken. Es gibt gerade dort auch einen speziellen Start in die Saison mit Giveaways und besonderen Events. Also werdet jetzt Fußballmanager. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Checkt's gerne mal ab. Also es wird nicht umsonst weltweit von 260 Millionen Leuten gespielt und hat dabei eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Ich habe mich natürlich sofort an die Arbeit gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass wir einen gewissen Finn Bogason im Kader haben. Und nein, der spielt in der Realität nicht für diesen Verein. Stattdessen ist er zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das Video aufnehme, noch vereinslos und wurde dadurch wahrscheinlich automatisch zu unserem Kader hinzugewiesen. Aber selbst mit dieser Verstärkung bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nicht vorne mitspielen werden mit der Mannschaft. Vor allem, weil ich jetzt nicht so viele krasse Transfers tätigen kann mit diesem winzigen Transferbudget. Es ist jetzt nicht so schwer aufzusteigen in der Liga, denn die ersten drei gehen rauf von nur 10 Teams und trotzdem glaube ich, wird das eine sehr, sehr harte Challenge. Der Perotti könnte übrigens auch automatisch zugewiesen worden sein. Es ist eine gewisse Starthilfe, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Vor allem sind jetzt auch beides keine krassen Talente, so wie vielleicht Agnello Boccia, der als einziger Spieler auf der Transferliste gelandet ist und der auch nicht mal zum Verkaufen, sondern zum Verleihen. Einfach weil der 19 Jahre alt ist und eh fast noch nichts wert. Den zu verkaufen würde nahezu nichts bringen. Ah, einen Keeper kann ich eigentlich noch verkaufen. Unser bester Spieler ist 34 Jahre alt. Dann gebe ich, glaube ich, sogar den schlechtesten her, aber der ist halt wieder 19, ne? Dann leihe ich halt doch wieder nur einen aus. Also viel Geld werden wir da nicht rausholen. Vor allem, wo ich jetzt auch noch Verträge verlängern muss. Wobei, vielleicht kann ich die ja alle ein bisschen vom Gehalt heruntersetzen. Das hat tatsächlich auch zumindest in kleinen Maße geklappt. Aber so besonders viel Geld haben wir da am Ende des Tages jetzt auch nicht raus geholt. Ich habe übrigens auch kurz darüber nachgedacht, Finn Bogason zu verkaufen, aber das wäre dann doch ein bisschen gecheatet, denke ich. Also mal schauen, was wir mit dem noch anfangen. Und apropos anfangen, ich würde ja mit dem Einkaufen anfangen. Vorher sollten wir aber wahrscheinlich mit dem Vorbereitungsturnier anfangen und da hoffentlich zumindest über die Gruppenphase hinauskommen, weil sonst wird es ganz, ganz schwierig, hier irgendjemanden zu verpflichten. Bis hierhin sieht es gut aus. 4 Punkte nach 2 Spielen. Wir brauchen jetzt nur mindestens ein Unentschieden gegen Viborg FF und das
Das klappt, jawohl, wir gewinnen sogar. Dadurch erhalten wir mindestens schon mal 350.000 Euro Transferbudget. Und es ist ja mehr als doppelt so viel im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Im Halbfinale ist dann leider aber Schluss. Und das, obwohl wir so gut durch die Gruppenphase gekommen sind. Naja, auch so gibt es nochmal 500.000 Euro. Und damit stehen wir jetzt insgesamt bei einem Transferbudget von 960.000. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, was die Kaderbreite angeht, ist die Mannschaft eigentlich perfekt. Einzig auf der Innenverteidigerposition könnten wir nochmal nachlegen. Boccia wird ja ausgeliehen, ihn hier trainiere ich zum IV um. Das heißt, wir haben 5 IVs in der Mannschaft. Also eigentlich reicht das auch. Dann aber wiederum der schlechteste Spieler in der Mannschaft ist ein Innenverteidiger. Oha, aber das verändert jetzt nochmal alles. Ich habe gerade den Davide Chinaglia umgewandelt. Vom Rechtsverteidiger zum Innenverteidiger. Und jetzt ist der einfach auf eine 66 hochgegangen. Was ist denn los mit ihm? Und ich hole trotzdem noch einen neuen Innenverteidiger. Einfach, weil ich mich so ein bisschen verliebt habe in den Typen. Niklas Lang vom TSV 1860 München kommt. Der hat ein 78er Potenzial und trotzdem nur 250.000 gekostet. Laut so FIFA hat der eigentlich einen Marktwert von 1,1 Millionen. Die Marktwerte hier sind aber auch alle angepasst. Die werden ein bisschen anders berechnet. Jetzt aktuell ist er noch nicht gut genug für die erste Elf, aber der hat ein Potenzial von 78. Denkt man, das wird nicht lang dauern, dann rutscht er da rein ins Team. Das Scouting von dem hat übrigens nur 2 Tage gedauert. Das ist schon richtig, richtig nice. Ich zeige das mal am Beispiel von Vidovic. Ich drücke auf Beobachten und es sind nur noch 2 Tage übrig. Und schon habe ich alle Infos über den. Wegen den Marktwerten muss ich jetzt auch nochmal checken. Wie viel sind denn dann so Spieler vom FC Bayern zum Beispiel wert? Die hier einfach mal Martin Braithwaite geholt haben. Maximiliano Gomez 28 Millionen. Mané 85 Millionen. Coman nur 60 Millionen. Also gefühlt sind die alle billiger geworden. Oder kommt mir das nur so vor? Musiala 60 Millionen. Kimmich 80 Millionen. Ja, muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt von den Marktwerten her. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt nur bei dem Lang so extrem niedrig war, weil er hier in der Mod ein anderes Potenzial als im ursprünglichen FIFA hat. Aber wir können das hier einfach mal anhand meiner beiden neuen ZM-Transferziele testen. Rieder 1 Million Marktwert, Serrano 1,4. Serrano hat normalerweise einen Marktwert von 2 Millionen und der von Rieder liegt bei 1,8. Also die meisten Spieler scheinen hier tatsächlich günstiger zu sein. Fabian Rieder kennen wir ja sehr gut aus meinem Projekt mit Potti und deshalb hole ich den jetzt auch. Mache meine Schweizer Zuschauer damit hoffentlich glücklich. So sieht die Startelf nochmal ein bisschen besser aus. Der Geldbeutel dagegen so gar nicht. Aber wir können ja noch einen zentralen Mittelfeldspieler jetzt verkaufen. Und da würde ich sagen, trifft es Guido Davi. Ich hätte jetzt auch den Ricci nehmen können. Der ist sogar schon ein Jahr älter. Aber der heißt ziemlich ähnlich wie meine Katze. Deswegen kann ich das nicht bringen. Das mit den Laien hat übrigens super geklappt. Und jetzt steht auch schon das erste Saisonspiel vor der Tür. Wir treffen auf Crotone. Ich würde sagen, eines der besseren Teams in der Liga. Und dennoch gewinnen wir ausgerechnet die Neuverpflichtung Rieder mit dem entscheidenden Tor. Kurz darauf ist Davi verkauft und dennoch wird es ziemlich eng. Mit dem Geld nochmal einen Spieler dazu zu holen, würde ich sagen, ist nahezu unmöglich. Vor allem hat einen, der uns auch noch weiterhilft. Von daher würde ich sagen, springen wir einfach erstmal bis zum Deadline Day. Verlieren kein einziges Spiel bis dahin. Und jetzt möchte ich mir unbedingt die Top-Transfers reinziehen. Saliba geht zu Juve für 45, Soler zum BVB und McTominay zu Tottenham. Weiß jetzt nicht, ob das realistischer ist als normalerweise in FIFA, das müsst ihr bewerten. Aber generell würde ich sagen, kann man sowas sowieso erst nach einer längeren Zeit sagen. Ich werde die Mannschaft jetzt nicht weiter umbauen, wir lassen die so. Besser geworden ist sie auf alle Fälle, bis hierhin läuft es geisterkrank gut. Mal schauen, ob das bis zum Januar so weitergehen kann. Ich habe ja ursprünglich gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir vorne mitspielen werden in der Liga, aber das muss ich komplett zurücknehmen. Wir sind zwar nicht Erster, wir sind auch nicht Zweiter, aber wir sind Dritter mit 29 Punkten. Die sind ein bisschen schwierig zu lesen hier in dem Design, aber sie sind auf alle Fälle da, ganz hinten. Müsst ihr ein bisschen genauer hinschauen. Aber es läuft, würde ich sagen. 4 Punkte vor dem Vierten, nur 2 Punkte von der Spitze weg. Und das wäre natürlich fantastisch, direkt in der ersten Saison aufzusteigen. Rieder ist hochgegangen auf eine 66, bin Bogas und hält sich einigermaßen. Lang hat halt immer noch nur eine 64. Da wird ihm ganz schnell ein neuer Entwicklungsplan verpasst. Und dann läuft das. Jetzt sehe ich auch, dass unsere bisherige Nummer 2 mittlerweile besser ist als unsere Nummer 1. Also ich würde sagen, auf der Torhüterposition muss auf alle Fälle ein neuer Spieler her. Die Frage ist halt, ob das jetzt schon klappt von den Finanzen her. Russo ist halt gar nichts wert. Er hier würde 160.000 einbringen. Plus das aktuelle Transferbudget. Also ich werde zumindest mal ein bisschen rumscouten. Und zum
zum Glück geht das so schnell, da ist halt wirklich was möglich. Schaut euch die Preise an. Ich gehe jetzt natürlich schon ein bisschen Risiko damit, Sarri abzugeben. Vor allem, weil wir nahezu nichts an Transferbudget dazu bekommen haben. Ich glaube, da stand gerade 40.000 oder so. Was ist das denn bitte? Aber zum Glück bekommt man den Ersatz hier so krass günstig. Für gerade mal 160.000 kaufe ich Oliver Petersen. Sein Marktwert ist um 100.000 nach oben gegangen. Der sollte ein Potenzial von 78 haben, was ja schon ordentlich ist. Und dadurch haben wir uns nochmal verbessert. Zwischen den Pfosten, Gesamtstärke technisch jetzt nicht so krass natürlich, aber ich musste halt extrem aufs Geld achten. Vom Potenzial her läuft's aber. Man hat es gerade auch schon kurz gesehen, er zeigt großes Potenzial. Das heißt sogar mindestens 80 plus. Ich würde sagen, das war nochmal ein ziemlich guter Deal. Und für so einen Moment hatte ich Angst, dass ich es komplett verkacke. Aber zum Glück, was ist das denn? Reyna geht zu Flamengo. Ganz, ganz weirder Transfer. Aber gut, vielleicht bekommt er beim BVB keine Spielzeit. Timber zu Inter, Arthur zu PSG. Das sehe ich schon eher. Ihr merkt schon, für uns war es das von der zweiten Transferphase. Wir haben auch sowieso kein Geld mehr. Was ich natürlich mit der nächsten Transferphase schlagartig ändern könnte, wenn wir es denn wirklich schaffen, in die zweite italienische Liga aufzusteigen. Erste Saison, erster Aufstieg. Wäre schon ziemlich, ziemlich stark. Wenn man sich dann aber die Ergebnisse anschaut, vor allem im März hier, könnte das richtig, richtig eng werden. Der Februar hingegen war wieder richtig stark. Am Ende werden wir sogar Erster, 43 Punkte. Schon verabschieden wir uns aus der Serie C. Es geht nach oben in die Serie B. Die haben wir hier. Da gibt es dann auch die vollen 20 Teams. Normalerweise ist die ja auch nicht in FIFA drin, aber hier mit dem EP, ihr wisst Bescheid. In Bogason nur noch eine 69 mittlerweile. Aber vielleicht ja trotzdem Torschützenkönig? Nee, nur 4 Buden erzielt. Da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Generell so von den Torschützen her ist das nicht so krass. Es verteilt sich ziemlich gut. Alles in allem können wir aber auf alle Fälle zufrieden sein mit dieser Saison. PSG gewinnt die Champions League. Euroleague-Sieger ist Manchester United. Conference League geht an Nizza. Mehr Wettbewerbe haben wir hier nicht. Ich bin gerade eben jetzt auch mal auf die Idee gekommen, in die Fußballschule reinzuschauen. Da wurde hier auch einiges umgestellt. Es gibt wesentlich mehr Spieler da drin. Dafür sind die allesamt deutlich schlechter. Also ein richtig krasses Talent ist hier jetzt mal überhaupt nicht dabei. Von daher werde ich auch, glaube ich, keinen einzigen davon hochziehen. Wir erledigen das lieber ganz klassisch über die Transfers. Um gute Transfers zu tätigen, braucht man natürlich auch gutes Budget und da haben wir jetzt fast 2 Millionen Euro. Das ist eine richtig, richtig krasse Steigerung und ich habe mir auch schon überlegt, auf welchen Positionen wir ein Upgrade vertragen können. Das ist vor allem die Innenverteidigerposition, aber auch so ein neuer Zehner könnte nicht schaden, deshalb sind die zwei Kollegen schon auf der Transferliste. Ich warte da jetzt aber nicht, bis die verkauft sind, sondern schlage direkt zu, zumindest schon mal, was den neuen Innenverteidiger angeht. Da kommt Giorgio Scalvini für 1,1 Millionen. Damit stehen wir jetzt noch bei 800.000 Euro Transferbudget. Aber wir haben ja die Spielerverkäufe plus das Vorbereitungsturnier. Dadurch können wir uns jetzt noch einen richtig starken Zehner leisten. Und wie krank unter Marktwert habe ich den bitte bekommen? 1,4 Mio bezahlt für den 2,3 Millionen Euro Spieler. 19 Jahre alt, 84 Potenzial. Dadurch steht die Mannschaft jetzt aber auch schon. Solange sich niemand mehr verkauft, gehen wir mit genau der Truppe in die kommende Zweitligasaison rein. Und genau so wird es sein. Noch kurz einen Blick auf die Top-Transfers, auf unser Team und dann springen wir auch schon in den Januar 2024. Es war klar, dass uns nach dem Überraschungsaufstieg im letzten Jahr eine sehr schwierige Saison bevorstehen würde. Und das hat man auch in Phasen gesehen. Ja, auch anhand der Tabelle erkennt man das. Wir sind gerade mal 16. mit 18 Punkten. Falls ihr es nicht lesen könnt, ich sag's euch. Erster ist Cagliari Calcio mit 40. Aber Hauptsache, wir sind nicht auf dem Abstiegsplatz. Hauptsache, wir bleiben irgendwie drin in der Liga. Ach, und was mir jetzt gerade auffällt, ist, ich habe die ganze Zeit keine Verträge verlängert. Boah, ich hoffe, das klappt. Noch, denn da sind echt richtig, richtig, richtig viele Spieler dabei, von denen der Vertrag ausläuft. Ansonsten muss ich dafür halt extra nochmal jemanden verkaufen. Hier steht's auch, Achtung, sie könnten 9 Spieler verlieren. Ich konnte tatsächlich auch so jeden Vertrag verlängern, teilweise sogar zu schlechteren Konditionen, also für die Spieler schlechtere Konditionen. Dafür halt fast alle nur um ein Jahr. Übrig geblieben sind jetzt Danilo Russo und Alfred Finnbogason, denn die zwei beenden am Ende dieser Saison ihre Karriere. Und es ist halt eigentlich auch jetzt schon so. Finnbogason fällt aus der Startelf raus. Pandolfi ist da besser. Aber ich glaube, ich werde in der nächsten Saison sowieso einen neuen Stürmer dazu kaufen. Und damit wir da möglichst schnell dazu kommen, schließen wir jetzt auch schon die zweite Saison ab.
Schauen uns an, wie wir da abschließend abgeschnitten haben. Was ist das denn? Wir werden sogar noch Sechster, wie krass. Mit 55 Punkten, man muss schon sagen, die ersten paar sind da schon extrem weit weg von uns. Und trotzdem, was war das bitte für eine brutale Rückrunde? Und das heißt jetzt, wir spielen in den Aufstiegsplayoffs mit. Ziehen wir uns gleich rein vor. Die Coppa Italia, die an Florenz geht. Wir waren sogar im Halbfinale. Also man kann jetzt schon sagen, das war eine richtig, richtig starke Saison. Wir schauen uns hier noch die anderen Wettbewerbe durch mit der Champions League, mit der Europa League, mit der Conference League. Und dann geht's noch zu den Serie B Playoffs, die wir leider nicht gewinnen. Stattdessen fliegen wir schon im Viertelfinale gegen Como raus. Aber gut, kann ich mit leben, jetzt schon in die Serie A aufzusteigen. Wäre definitiv zu viel gewesen. Wir brauchen mal mindestens noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga. Das ist alles gar nicht so einfach jetzt. Denn natürlich möchte ich einen Stürmer holen, der wird aber teuer. Andererseits hätte ich halt auch noch gern einen neuen ZM und einen Innenverteidiger, damit die komplette Mannschaft mindestens bei einer 70er Gesamtstärke ankommt. Dann aber haben wir halt nur 2 Millionen Euro. Das alles auf einmal umzusetzen, scheint also so gut wie unmöglich. Ich habe jetzt trotzdem schon mal die entsprechenden Spieler vor den entsprechenden Positionen auf die Transferliste gesetzt. Die Verträge wurden dieses Mal zum größten Teil frühzeitig verlängert. Und das ist auch noch ein wichtiger Puzzlestein. Wir sind immerhin bis ins Finale des Vorbereitungsturniers gekommen. Am 23. Juli sind alle 3 Spieler von der Transferliste verkauft. Und dadurch stehen wir jetzt alles in allem bei einem Transferbudget von 3,5 Millionen Euro circa. Das heißt, ich kann pro Spieler eine gute Million ausgeben. Boah, aber die Spieler, die ich haben will, kann ich mir damit halt 0,0 leisten. Und deshalb muss ich da jetzt natürlich nochmal umplanen. Hab ein paar andere Spieler rausgesucht, darunter Soumaila Koulibaly. Der hat halt nur eine 67. Immerhin war er günstig. Im ersten Moment ist er halt keine Verstärkung, ne? Aber auf lange Sicht mit seinem Potenzial, denke ich, sollte uns der Kollege schon weiterbringen. Und dafür bleibt halt jetzt mehr Geld für weitere Einkäufe. Wie einen Sydney Räbiger. Es ist echt krass, wie sehr unter Marktwert man die Spiele teilweise bekommen kann. Wobei sein Marktwert jetzt nochmal richtig krass nach oben gegangen ist. Da hat er, glaube ich, vorher irgendwie 1,8. Ich habe ihn für 1,3 gekauft und jetzt steht da 2,9. Es war halt unmöglich, dazu jetzt noch einen richtig krassen Stürmer zu verpflichten. Und deshalb habe ich jetzt jemanden geholt, der wahrscheinlich nur ein Backup sein wird. Fodé Fofana, ein Holländer mit einer 67er Gesamtstärke, hat schon trotzdem krasses Potenzial. Aber hinter Pandolfi ist halt die Frage, ob er so oft zum Einsatz kommen wird. Ich hoffe es, denn auf lange Sicht ist er auf alle Fälle der bessere Spieler. Aber alles in allem habe ich dadurch die Spieler geholt, die ich holen wollte. Ich konnte die Mannschaft daher nicht so sehr verbessern, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wir sind halt nicht reich, ne? Wir haben nicht viel Geld und müssen da einfach das Beste aus unseren Möglichkeiten rausholen. Zufrieden bin ich auf alle Fälle und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Mal schauen, ob wir damit wieder um den Aufstieg spielen können. Wobei ich halt schon glaube, dass wenn wir jetzt in die Serie A aufsteigen würden, das wäre nicht unbedingt das Beste für die Mannschaft. Lieber bleiben wir noch ein Jahr in der zweiten Liga. Verweigern würden wir den Aufstieg aber natürlich auch nicht. Juve Stabia ist Zweiter. Nur der FC Parma ist aktuell besser. Die haben 4 Punkte mehr. Wir stehen bei 34 Punkten. Ich muss das immer sagen, weil man es einfach so schwer erkennen kann. Ich denke mal, in der Serie A wird das dann aber besser, weil die haben ja dann ihren komplett eigenen Hintergrund und so. Mir wird eine Trainerstelle angeboten bei Saloniki. Die Trainerauszeichnung, Trainer des Monats haben wir erhalten. Ja, und ansonsten hat sich die Mannschaft wahrscheinlich ordentlich verbessert. Es dauert nicht mehr lang, da haben alle eine 70 im Team und das ist ja aktuell so das große Ziel. Wir haben jetzt im Januar auch wieder jedes Spiel gewonnen. Also ich glaube, es läuft fast darauf hinaus, dass wir es wirklich packen, dass wir im Jahr 2025 in die Serie A aufsteigen. Oder habe ich mich da zu früh gefreut? Wir schauen es uns an. Juve Stabia ist Erster. Und ich glaube, der erste Platz mit 80 Punkten bedeutet, dass wir direkt aufsteigen, dass wir keine Playoffs mehr spielen müssen. Und genau so ist es. Das heißt, es hat wirklich geklappt. Nächstes Jahr spielen wir gegen Teams wie Inter Mailand, AC Mailand in der Liga. Superpokal gewinnt Paris Saint-Germain. Champions League geht an den FC Barcelona. Also PSG ist schon sehr stark hier. Die waren schon wieder im Finale. Ihr seht unser Team. Ich glaube, letztes Jahr habe ich gar nicht auf Top-Torschützen geschaut. Da ist auf alle Fälle Luca Pandolfi jetzt ganz vorne zu finden. Danach Perotti, Skjelderup. Wie viele Vorlagen hat denn dieser Benti Wegner, bitte? 22 Vorlagen in einer Saison ist schon richtig, richtig stark. Und ich finde, er hat sich auch echt aus dem Nichts bis auf eine 75 hochentwickelt.
Wir sind endlich angekommen in der italienischen ersten Liga der Serie A und jetzt geht's einfach nur ums nackte Überleben. Wir wollen uns irgendwie in dieser Liga halten mit einem Transferbudget von 2,73 Millionen Euro. Das muss man mit dem Rest von der Liga vergleichen. Also es wird eine extrem schwierige Aufgabe. Ich glaube, das Sinnvollste, was ich machen kann, ist jetzt irgendwie einen Spieler zu holen, der uns nochmal verbessert. Da fällt meine Wahl auf einen gewissen Fofana. Der hat halt aber nur eine 69, also keine Ahnung, ob das jetzt so ein schlauer Transfer war. Ich bin deshalb auf den Stürmer gegangen, weil wir da nur 3 im Kader hatten für 2 Positionen. Jetzt sind es 4, von denen ist Fofana aber halt der schlechteste. Also mal schauen, ob der überhaupt Einsatzzeit bekommt. Das Coole ist jetzt aber, dass wir einen Doppelsturm Fofana machen können. Mal schauen, ob der automatische Trainer das dann auch so fühlt und versucht, die irgendwie gemeinsam aufzustellen. Also der Typ hat ein 83er Potenzial, von daher ist er eigentlich schon ein geiles Talent. Aber ich habe halt jetzt mein ganzes Geld für ihn hingelegt und es ist unwahrscheinlich, dass nochmal was reinkommt, weil die ganzen anderen Vereine irgendwie nicht bereit sind, besonders viel Geld für meine Spieler auszugeben. Selbst wenn das große Talente sind. Ich versuche da ja mal einiges rauszuholen, aber es klappt einfach 0,0. Meine Vermutung ist, dass das auch so ein bisschen was mit der Mod zu tun hat. Aber das sorgt halt jetzt leider dafür, dass ich einfach überhaupt keinen Spieler verkaufe. Weil klar, ich könnte die für Marktwert abgeben, aber was bringt mir das, wenn ich dann nur einen Bruchteil davon als Transferbudget erhalte und mir damit nicht mal einen gleichwertigen Spieler leisten kann. Also so ein bisschen Gewinn muss ich ja schon rausholen, damit sich das überhaupt lohnt. Aber das kannst du vergessen. Also stehen wir am Ende dieser Transferphase bei genau einem mickrigen Transfer. Mehr ist nicht passiert. Ich glaube aber halt, dass es im Winter genauso weitergehen wird. Bis dahin stehen einige Ligaspiele vor uns. Das Auftaktprogramm gegen Juve und Milan haben wir 4:1 und 2:0 verloren. Also das zeigt schon sehr gut, wie hart es für uns in der Serie A wird. Wobei ich das natürlich bis jetzt so ziemlich jedes Jahr gesagt habe. Dieses Jahr, ja, ist es wirklich so, aber jetzt auch nicht extrem krass. Wir haben 22 Punkte und von wegen hier gibt es ein eigenes Serie A Design. Ey, das müssen die unbedingt ändern bei der Mod. Man kann einfach diese dummen Punktzahlen nicht lesen. Also ich kann es schon lesen, aber ich glaube im Handy wird es teilweise echt schwierig. Inter ist Erster mit 38 Punkten, die Roma hat 37 und wir sind eben Zwölfter mit 22 Punkten. Damit bin ich zufrieden. Ich habe mir echt 0,0 mehr. Warte, das ist eine super Leistung bis jetzt von Skelderup und Co. Geil, dieser Skelderup, ne? Der hat eine 81 jetzt schon. Ansonsten haben wir im Sturm wahrscheinlich vor allem Perotti und Fofana gespielt, also der holländische Fofana. Andolfi wurde eingewechselt. Er hier wird kaum Spiele bekommen haben. Also im Prinzip habe ich 4 Millionen Euro fürs Fenster rausgeworfen. Hätte ich mir lieber irgendwie einen neuen Innenverteidiger oder so gekauft. Wobei ich auch nicht weiß, ob wir da einen bekommen hätten, der wirklich besser ist als die aktuellen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass unser Transferbudget hochgeht. Und scheinbar ist es über Verkäufe nicht möglich. Also müssen wir wahrscheinlich einfach auf die nächste Saison warten und hoffen und halt auf die Spieler setzen, die aktuell schon hier sind. Und noch was zu den aktuellen Spielern. 2 verlieren wir da. Tonucci und Manuel Ricci. Die beenden beide ihre Karriere, aber ihr seht ja ihre Gesamtstärke, also die bringen uns sowieso nichts mehr. Heißt aber auch, dass ich wahrscheinlich einen Innenverteidiger und einen neuen ZM holen werde in der nächsten Saison und das sind sowieso mit die schwächeren Positionen im Team. Also damit ist jetzt eigentlich schon klar, was wir in der nächsten Saison kaufen. Unsere Performance war jetzt teilweise so krass, dass ich fast die Hoffnung habe, dass wir es noch nach Europa geschafft haben. Gut, der April war jetzt nicht so fantastisch, März auch nicht. Ja, es waren dann doch eher nur so einzelne Monate. Also ich habe halt den Februar gesehen und dann habe ich wieder beim Mai hingeschaut. Dann dachte ich mir, was zur Hölle, wir gewinnen ja ungefähr alles. Am Ende ist es ein stabiler 9. Platz. Passend zum Namen, Juve Stabia. Inter wird Meister mit 88 Punkten. Wir haben 56 Punkte. Ich sag das jedes Mal dazu, weil es halt so schwer zu lesen ist. Die Coppa Italia gewinnt Sampdoria Genua. Ich frage mich halt, wo wir rausgeflogen sind, ne? Weil in Runde 2 sind wir eigentlich noch weitergekommen mit 2 Siegen gegen Lazio. Und hier sind wir dann aber auf einmal nicht mehr mit dabei. Also keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Wir wollen natürlich noch sehen, wer den Superpokal gewonnen hat. Die Champions League, UEFA Europa League und zu guter Letzt die Conference League. Einfach Frankfurt im Europa League Finale Real Madrid geschlagen. Top Torschütze in unserer Mannschaft ist Pedro Perotti, der mittlerweile 28 Jahre alt ist. Also der wird sich auch nicht mehr so krass verbessern. Bester Vorlagengeber Fabian Rieder, für den ich, glaube ich, die meisten Transferangebote erhalte. Aber die sind halt immer nur genau für Marktwert, also maximal für Marktwert. Warum zur Hölle soll ich das annehmen? Es bringt mir einfach gar nichts.
Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Bitte, bitte gib uns mehr Geld. 11 Millionen Euro, damit kann man arbeiten. Ich würde sagen, da bekommen wir zumindest einen Spieler, der uns sofort weiterhilft. Gehe ich auf den zentralen Mittelfeldspieler oder auf den Innenverteidiger? Man könnte auch neue äußere Mittelfeldspieler holen. Gerade er hier ist ja nicht mehr der Jüngste. Aber andererseits haben wir da zumindest noch Ersatzleute auf der Bank. Gut, das haben wir im ZM auch mit Carbonen in der Innenverteidigung mit Martino. Da wäre es fast doch am sinnvollsten, linken Mittelfeldspieler zu kaufen, wenn ich so drüber nachdenke. Dann gebe ich den Skatscher Barozzi schon mal ab. Und dann wird sich mit einem Großteil unseres Geldes Bogusch geholt. Auch da hätte ich lieber wieder deutlich bessere Spieler gehabt. Aber ihr seht ja die Marktwerte. Am Ende wurde es ein Spieler, der gerade mal eine 71 hat. Also schon schlechter ist als das, was wir da vorher hatten. Aber natürlich hat er ein deutlich besseres Potenzial. Ich glaube, das liegt jetzt bei 82 bei ihm. Das ist schon ordentlich. Ich hoffe, der automatische Trainer wird ihn auf lange Sicht auch einsetzen. Aktuell ist er natürlich noch schlechter, aber normalerweise sollte er das relativ easy eingeholt bekommen. Jetzt haben wir sogar noch genügend übrig für einen weiteren Spieler. Das muss aber dann eigentlich ein Backup sein. Im zentralen Mittelfeld habe ich es am nötigsten gesehen, nochmal nachzulegen. Und deshalb habe ich da in Ifeanyi Matthew einen eher älteren Kollegen geholt, 29 Jahre alt. Er ist halt ein reines Backup mit einer 70er Gesamtstärke. Und beim Backup geht es ja wirklich nur um die Gesamtstärke und er nimmt halt weder Räbiger noch Rieder die Spielzeit weg. Also die Transferanpassungen von der Mod, so viel habe ich mittlerweile festgestellt, sorgen dafür, dass es halt nicht so teure Transfers die ganze Zeit gibt. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so gut. Also ich glaube, beim nächsten Mal würde ich das dann einfach ohne diese Transferveränderungen installieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bis hierhin fand ich jetzt nicht, dass es das irgendwie besser gemacht hat. Tendenz sogar eher schlechter. Aber ist wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache. Es sorgt, wie gesagt, glaube ich auch dafür, dass ich halt keine Spieler für viel Geld verkaufen kann. Und das wiederum sorgt dafür, dass es wenig Transfers gibt. Denn wenn ich keine Spieler für viel Geld verkaufe, habe ich kein Geld und kann keine neuen Spieler dazu. Was ist denn mit Juve los? Die sind einfach 14. Da, was zur Hölle? Mit gerade mal 20 Punkten. Wir haben 21, sind also besser als Juve. Haben trotzdem halt gar nichts mit dem Bereich da vorne zu tun. Aber ist auch klar, mit der Mannschaft, die wir da aktuell noch haben, es wird immer besser, klar. Aber noch ist ein weiter Weg zu gehen, definitiv. Wir können das mit den wenigen Transfers natürlich auch positiv sehen. Denn es sorgt eindeutig dafür, dass wir jetzt schneller vorankommen in dieser Sprint to Glory. Juve überholt uns jetzt natürlich in der Tabelle. Die haben auch immer noch Kostic, die haben einen Pogba. Warum sind die so schlecht? Was ist los mit denen? Gegen uns sind sie dann aber natürlich wieder gut drauf, spielen ihren Gesamtstärken entsprechend. Apropos Gesamtstärke, Skjelderup hat eine 84. Ich bin mir so sicher, dass er noch irgendwas mit 90 plus erreichen wird im Laufe dieser Karriere. Und da habe ich ja immer so dermaßen Bock drauf. Aber auch mit so einem starken Zehner im Team sind wir natürlich noch weit von der Spitze in der Serie A entfernt. Schließen dieses Jahr als Achter ab. Bin ich zufrieden mit Juve, hat sich auch noch gefangen. Sind auf 59 Punkte hoch. Meister wird Inter Mailand mit 92 Punkten. Das ist dann natürlich nochmal ein sehr, sehr großer Sprung. Coppa Italia, bitte was? Jetzt habe ich sau spät reagiert. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Wir haben einfach den Coppa Italia gewonnen. Der allererste Titel. Sehr, sehr nice. Er kommt früher. Auf alle Fälle. Früher, als ich das erwartet hätte. Wer hat uns denn da zum Pokalsieg geschossen? Es war wahrscheinlich natürlich Andreas Skjelderup, der 17 Tore schießt und dazu noch 13 Dinger vorlegt. Absoluter Topscorer in der Mannschaft. Rieder ist aber auch nicht schlecht, muss man sagen. Also mittlerweile ist es echt so einer von den Spielern, die ich mega gerne im Karrieremodus verpflichte, weil er einfach günstig ist zu Beginn und sich einfach richtig nice entwickelt. Aber gut, das kann man fast über die gesamte Mannschaft mittlerweile sagen. Das hier müssen wir tauschen. Ja, und dann können wir auch schon in die nächste Saison rübergehen. Dadurch brauche ich jetzt pro Saison ungefähr so 30 Minuten. Normalerweise ist es eher doppelt so viel. Transferbudget steht bei 18 Millionen Euro. Das Wichtige ist, es wird immer mehr. Und dieses Mal werden wir auf einen rechten Mittelfeldspieler gehen müssen. Deshalb verkaufe ich Balafante. Und der Typ macht das Team sofort besser. Das sage ich echt nicht oft in dieser Sprint to Glory. Aber Sammer will für 13 Mio. Leider ist halt sein Marktwert runtergegangen. Der war vorher, glaube ich, 16 oder so. Wert. Aber der Typ ist einfach zwei Gesamtstärken besser als Gonzalez. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Typen von der Leeds-Karriere damals. Und ich habe jetzt nicht mal das gesamte Geld ausgeben müssen für ihn. Das restliche Geld gebe ich für den Tauschdeal aus. Der 5-Star-Skiller Thaïs Magno kommt für 9 Mio. Und da habe ich dann noch den Bogusch oben drauf gegeben, den wir vor kurzem erst verpflichtet hatten als linken Mittelfeldspieler. Aber der war halt jetzt nicht so gut und Magno ist auf alle Fälle nochmal eine ganze Ecke besser. Jetzt kann sich das Team schon sehen lassen. So ein europäischer Wettbewerb
Wettbewerb wäre halt jetzt schon mal eine sehr nice Sache. Ob wir da eine Chance drauf haben, werden wir wahrscheinlich bis zum Winter sehen. Aber wir spielen ja tatsächlich schon Europa League, weil wir den italienischen Pokal gewonnen haben. Wusste ich gar nicht, dass das da wie in Deutschland ist. Ja, nice. Das macht die Saison auf alle Fälle nochmal interessanter. In der Liga sind wir Vierter, 32 Punkte. Das bedeutet, wir sind punktgleich mit dem Zweiten sogar. Schon langsam wird das hier zu einem italienischen Top-Team. Gut, von den Gesamtstärken her würde ich sagen, sind wir eigentlich noch ein Stückchen weg von dem italienischen Top-Team. Aber gut, das läuft ja trotzdem ganz gut. PS5 Supercup heißt das hier. Okay, das Ding gewinnen wir. In der Coppa Italia sind wir noch drin. Spiel gegen Ascoli im Achtelfinale. Was ist mit der Euroleague? Da stehen wir. Ich denke mal in der nächsten Runde. 18 Punkte, 6 Spiele, 6 Siege. Ja, wir stehen in der nächsten Runde. Und das ist scheinbar nicht die Vorrunde. Mittlerweile haben wir übrigens den doppelten Fofana-Sturm perfekt, weil Perotti schlechter ist als der schlechtere Fofana von den beiden. Also im Prinzip muss ich das jetzt die ganze Zeit so beibehalten. Das ist einfach viel zu nice. Und es ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil verkaufen lohnt sich ja eh nicht. Von daher bleiben die wahrscheinlich genauso zusammen. Und es wird halt nach und nach verstärkt. Mal schauen, ob ich die Fofanas irgendwann ersetzen muss, weil sie zu schlecht sind. Aber ich kann euch sagen, ich werde es sehr ungern tun. Theoretisch wäre es möglich, dass wir 3 Titel geholt haben in dieser Saison, aber es ist natürlich jetzt nicht sonderlich wahrscheinlich. Man sieht es auch direkt, einen davon haben wir garantiert nicht. Das ist der Serie A-Titel, 67 Punkte. Erster ist Inter mit 77, aber ich würde sagen, das ist ganz okay. Vor allem spielen wir damit auch nächstes Jahr wieder europäisch. PS5 Supercup haben wir ja schon angeschaut. Coppa Italia konnten wir leider nicht verteidigen, sind im Halbfinale gegen Spal rausgeflogen. Superpokalsieger in diesem Jahr ist Real Madrid. Die Champions League schnappt sich natürlich mal wieder PSG. Conference League geht an Startrennen. Und die Euroleague, der Wettbewerb, in dem wir dabei waren, den holt leider Athletic Bilbao, gegen die wir auch rausgeflogen sind im Viertelfinale, nachdem wir im Achtelfinale Borussia Dortmund bezwungen haben. Da dachte ich mir schon, jetzt geht alles. Jetzt holen wir diesen Wettbewerb. Aber nein. Boah, aber die Mannschaft. Ne, schon langsam hat jeder Spieler in der Mannschaft eine 80. Es fehlen aktuell nur noch Somerville und Lang in der Innenverteidigung. Und ich glaube, das wird dann das nächste Transferziel in der kommenden Saison sein. Ein neuer Innenverteidiger, Top-Torschütze, natürlich Skjelderup, bester Vorlagengeber. Nicht Skjelderup, sondern Rieder. 27 Vorlagen, wie stark ist das bitte? Wie viel Geld darf ich in einen neuen Innenverteidiger investieren? Es sind 35 Millionen. Gerade habe ich noch schon kurz gesehen, dass die neuen Deutschland-Trikots hier mit drin sind. Aber das nur am Rande. Ich habe das Vorbereitungsturnier noch abgewartet. Aber ich denke auch so hätten wir uns Tanguy Nianzou leisten können. 34 Mio hat er gekostet. Und damit ist jetzt jeder Spieler in der Mannschaft, bis auf Somerville, was hätte ich ihn übersehen, bei einer 80. Also mindestens bei einer 80. Und wir haben auch wieder für jede Position 2 Spieler im Kader. Das war jetzt ganz lange nicht so. Boah, und ich glaube, ich verkaufe jetzt doch mal einen Spieler für richtig viel Geld. Rieder ist 29,5 wert und Chelsea bietet 56,5. Das ist wirklich jetzt das erste Mal, dass ein Angebot so aussieht, als würde es sich lohnen. Ich werde das annehmen. Ich hoffe mal, dass wir dann auch die entsprechende Aufstockung aufs Budget bekommen. Denn bis hierhin sah es so aus, als wäre auch das bei der Mod so ein bisschen angepasst worden, sodass man dann noch weniger Geld jedes Mal erhält. Keine Ahnung, warum man sowas machen sollte. Aber Rieder ist verkauft und wir bekommen halt ernsthaft nur 28 Millionen. Wer denkt sich sowas aus? Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Weiterverkaufsgebühr so extrem hoch war. Ich verkaufe Spieler für 56 Mio und bekomme 28 Millionen Euro Transferbudget. Also dadurch lohnt es sich halt wirklich 0,0 irgendwelche Spieler zu verkaufen. Ich verstehe, dass man den Karrieremodus schwerer machen will, aber das ist nicht der richtige Weg. Gut, ich glaube auch so wird es sich im Endeffekt dann irgendwie lohnen. Ich kaufe halt jetzt ein ZM, der mindestens eine 80 hat. Ich will auf keinen Fall, dass das Team jetzt durch diesen Transfer schlechter wird. Ja, oder halt auch nicht. Es war schlichtweg nicht anders möglich. Ich musste ein Downgrade machen auf CRD. Mir, der hat eine 78, ist aber immerhin jünger. 30 Mio ausgegeben für den Dänen von Leverkusen kommt er. Ey, aber das zeigt es halt. Warum sollte ich hier irgendwelche Spieler verkaufen? Es ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Da müssen schon wirklich absolute Mondsummen her. Und in der Transferphase erreicht uns nichts mehr von der Sorte. Also ziehen wir glücklich und zufrieden in den Januar 2029 mittlerweile.
Boah, aber diese Ergebnisse haben mir halt gar nicht gefallen, die ich da stellenweise gesehen habe. Und das zeigt sich auch an der Tabelle. Wir sind gerade mal Achter und mittlerweile erwarte ich mir da doch schon einiges mehr von der Mannschaft, die wir haben. Mit der Truppe sollte man schon langsam vorne mitspielen. Und ich mache mir auch gerade so ein bisschen Sorgen ums Gjelderup, weil der immer noch nur eine 85 hat. Da dachte ich mir, wäre mittlerweile auch deutlich mehr möglich. Aber gut, wir wollen dem Jungen nicht zu viel Druck auflasten. Ein bisschen was geht auch noch auf Summer, weil der soll jetzt endlich mal die 80 knacken, damit das komplette Team mal mindestens bei der Gesamtstärke ist. Der Demi hat es ja jetzt auch schon geschafft. Ansonsten, ja, wahrscheinlich werde ich niemanden kaufen in dieser Wintertransferphase, weil verkaufen lohnt sich nicht und Geld habe ich keins. Ja, genau so ist es. Die 10 Stunden da jetzt am Deadline-Day brauche ich auch nicht mehr. Die anderen Wettbewerbe haben wir jetzt gar nicht mehr angeschaut, ne? Aber international spielen wir ja eh nicht mit anscheinend. Aber das holen wir dann gleich nach, keine Sorge. Ich will jetzt sehen, wie Gjelderup bei einer 86 ist. Vorher aber gibt's Platz 4 in der Serie A, bedeutet Champions League Qualifikation normalerweise. Coppa Italia haben wir nicht geholt. Aber das war schon klar, wir sind hier gegen Monza rausgeflogen. Superpokalsieger in diesem Jahr, natürlich PSG. Die holen wahrscheinlich auch die Champions League, natürlich. Euroleague-Gewinner ist Hertha. Wir sind bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Da war Schluss gegen Stade Rennes. Conference League schauen wir uns noch an. Und jetzt geht's rüber zum Team. Gjelderup ist immer noch bei einer 85. Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht so aus, als könnte er sich noch weiterentwickeln. Nur 9 Tore diese Saison, aber halt 23 Vorlagen. Also er performt immer noch gut, ist 25 Jahre alt. Da muss doch noch was gehen nach oben. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. Die richtigen Mitspieler sollen jetzt dafür sorgen, dass es klappt mit dem nächsten Schritt in der Entwicklung. Wir können immerhin 48 Millionen ausgeben. Und ich dachte mir, das investiere ich vor allem in einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Denn ihr seht ja, die schwächsten Positionen sind einmal Stürmer und rechtes Mittelfeld. Den doppelten Fofana-Sturm möchte ich nicht auflösen. Stattdessen gebe ich lieber Benti Wegner ab, wandle Gonzalez zum LM um und verpflichte anschließend Julio Cordoba. Das sollte der Regen von Canales sein. Der ist immer noch gerade mal 20 Jahre alt, hat aber eine 82. Und im Rechtsmittelfeld gibt es keine so große Auswahl, was Regens angeht. Da war Cordoba tatsächlich das Beste, was ich finden konnte. Und ich muss mittlerweile fast auf Regens setzen. Das zeigt allein die Altersstruktur bei uns in der Mannschaft. Die jüngsten Spieler fangen dabei 24 an. Also mal abgesehen von Cordoba eben. Das war halt wirklich genauso geplant, dass jetzt jemand Oliver Petersen kaufen will. Das ist der Spieler, den ich am liebsten abgebe aus der Mannschaft, weil er einfach auch mit einer von den Ältesten ist, nur eine 81 hat. So ein Keeper-Upgrade ist schon eine nice Sache. Zum einen haben wir jetzt aber nur noch 3 Stunden auf der Uhr, weil PSG sich ewig Zeit gelassen hat. Zum anderen ist halt wieder die Frage, wenn das jetzt durchgeht, wie viel Geld erhalten wir davon? Und kann ich am Ende des Tages dann überhaupt ein Upgrade machen? Oder lernen wir jetzt endgültig, dass ich verkaufe und dieser Sprint to Glory 0,0 lohnen wird? Jetzt ist die letzte Chance für eine Transferbestätigung. Sie ist da! Für 40 Mio. Wir bekommen 24. Das ist immerhin mehr als sein Marktwert. Jetzt nicht viel mehr, aber ein bisschen. Dazu hatten wir auch noch minimal was übrig, sodass wir jetzt bei 30 Millionen stehen. Ich habe, glaube ich, wieder das Beste rausgeholt, was möglich war. Und dennoch ist die Neuverpflichtung 3 Gesamtstärken schlechter als das, was wir vorher auf der Position hatten. Dafür ist er aber erst 19, Mika Zimmermann, Regen von Kevin Trapp höchstwahrscheinlich. Ich war auch gerade kurz davor, einen freien Spieler zu holen, aber habe mich dann doch dagegen entschieden, weil das die Sprint to Glory schon wieder sehr, sehr einfach machen würde. Und deshalb ist Mika Zimmermann, unser Mann, den wir in der allerletzten Sekunde geholt haben. Ich hoffe, der entwickelt sich gut, denn das ist der einzige Weg, wie das noch zu einem guten Transfer werden kann. Vielleicht sehen wir, in welche Richtung es geht, ja schon bis zum Januar. Wir haben übrigens Champions League gespielt. Mal schauen, wie wir da in der Gruppenphase abgeschnitten haben. In der Liga sind wir auf alle Fälle Erster. Wie krass ist das denn bitte? 37 Punkte, 5 mehr als der AC. In der Coppa Italia sind wir dafür schon raus. Sind gegen Genua mit 1:4 untergegangen in der ersten Runde. Ja, dann bleibt nur noch die Champions League. Und da sind wir nicht mal ins Achtelfinale eingezogen. Wurden Dritter. Das heißt, wir dürfen jetzt immerhin Europa League spielen. Aber warum ist Sparta Prag da Erster in der Gruppe? Was ist das denn bitte? Ihr habt es gerade gesehen, Geld haben wir natürlich keins mehr. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Was auch dafür sorgt, dass ich keinen Spieler mehr hole. Tell ist hier einfach zu Leicester gewechselt. Und was mir übrigens auffällt, ich glaube, das liegt auch an der Mod, die Spieler werden alle nicht besser, als ihr Potenzial sagt. Entwickeln sich nicht darüber hinaus. So scheint es zumindest. Also es gibt bestimmt auch vielleicht die ein oder andere Ausnahme hier mit drin. Aber so zum größten Teil, glaube ich, ist es halt wirklich so. Und das macht dieses Sprint to Glory sehr
sehr, sehr schwer im Vergleich zu normalerweise, weil ich ja noch dazu nicht irgendwie groß meine Spieler verkaufen kann, weil ich daraus kein Geld erhalte. Wir müssen unser Geld also in erster Linie über Titel verdienen. Vielleicht klappt es ja in dieser Saison mit dem Serie A-Titel. Jawohl, Juve Stabia, 12 Punkte Vorsprung. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber die Punkte sagen, wir sind ein sehr, sehr verdienter Meister. Im Pokal, wissen wir ja schon, haben wir keine große Rolle gespielt. UEFA Superpokalsieger ist die Hertha. Ganz, ganz komische Geschichte. PSG mal wieder als Champions League-Sieger. Conference League geht an Liverpool und die Europa League natürlich nicht an uns. Du kannst diesen Wettbewerb nicht gewinnen. Wir sind auch scheinbar in der Vorrunde direkt rausgeflogen gegen Eindhoven. Was ist das denn bitte? Der Serie A-Meister fliegt gegen Eindhoven raus. Immerhin hat sich Zimmermann gut entwickelt. Ansonsten machen wir kaum noch Fortschritte. Und genau das habe ich ja gemeint, dass die Spieler sich dann nicht so krass entwickeln. Top-Torschütze David Datro Fofana, der auch immer noch bei einer 80 steht. Ich glaube, der wird nicht mehr besser. Thaïs Magno die meisten Vorlagen. Also müssen auf lange Sicht halt doch dann irgendwie jeden Spieler austauschen. Und wahrscheinlich werde ich immer irgendeinen Regen holen oder so. Ich habe ja gesagt, dass wir unser Geld über Titel verdienen. Hat der Serie A-Titel da was gebracht? 72 Millionen wahrscheinlich schon. Damit sollte man sich zumindest einen richtig guten Spieler leisten können. Und wahrscheinlich gehe ich jetzt doch auf den Stürmer und ersetze den schlechteren der beiden Fofanas da vorne. So schade es ist, aber der wird einfach niemals gut genug sein, der Typ. Was ich übrigens vielleicht auch mal dringend dazu sagen sollte, ist, diese ganzen Gameplay-Veränderungen mit Potenzial, mit Marktwert und so weiter, die liegen jetzt nicht direkt am EEP selbst. Das ist mehr so ein Zusatzmod. Man kann es auch komplett ohne installieren, nur damit ihr da keinen falschen Eindruck bekommt. Was es übrigens auch verändert hat, ist, dass ich den Spielern immer gleich viel Geld geben kann, die das immer akzeptieren. Das heißt, dieser 85er Skill, der Rupp verdient aktuell immer noch 1500 Euro in der Woche, aber ist glücklich damit. Da wäre ich ja dumm, wenn ich ihm dann mehr geben würde. Vor allem, wo ich echt jeden Euro gebrauchen kann, für so Spieler wie den Regen von Lukaku, Tim Desmet, 55 Millionen gekostet. Endlich mal wieder ein Spieler, den man direkt in die erste Elf reinstellen kann. Ich habe auch nicht komplett alles für ihn hinlegen müssen. Und natürlich hätte ich lieber ein Regen von Ronaldo zum Beispiel gehabt. Aber die beenden ja alle nicht ihre Karriere. Schaut euch das mal an. Cristiano Ronaldo ist 45 Jahre alt, spielt immer noch und hat immer noch eine 90. Ja gut, dann wundert es mich, dass er seine Karriere nicht beendet. Der wird ja 0,0 schlecht. Ist das bei allen hier so? Robert Lewandowski, 41, hat immer noch eine 89. Also scheinbar verschlechtern sich die alten Spieler hier nicht. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Macht es mir halt noch schwerer, weil es dann auch für den Top-Spielern keine Rechance gibt. Um jetzt noch unser übriges Geld für irgendwas zu verwenden, es sind 17, circa 18 Millionen Euro fast, werde ich mich wahrscheinlich an irgendwelchen Tauschangeboten versuchen müssen. Und am liebsten hätte ich da einen neuen Innenverteidiger. Das war jetzt so dermaßen einfach. Koulibaly plus 12 Millionen Euro für Babacar Tall. Das ist der Regen von Koulibaly, der in jedem Fall nochmal eine Verstärkung darstellt und halt auch gerade mal 19 Jahre jung ist. Ich würde sagen, ich habe das Geld gut an den Mann gebracht. Und ich glaube halt jetzt auch generell, dass Tauschangebote in dieser Sprint to Glory echt gar keine so dumme Sache sind. Ganz einfach, weil ich da halt den kompletten Marktwert vom Spieler unterbringen kann und nicht erst verkaufen muss, um dann sau wenig Transferbudget draus zu erhalten. In der Liga sind wir gerade zweiter, punktgleich mit dem ersten SSC Neapel. Da geht auf alle Fälle mehr. Wir wollen den Titel natürlich verteidigen. Im Pokal sind wir mal wieder früh ausgeschieden. Das können wir einfach richtig, richtig gut. Dafür stehen wir der Champions League mal im Achtelfinale. Wurden Erster in unserer Gruppe, sehr stark. Und das mit dieser Mannschaft hier, sie wird auf alle Fälle immer noch besser. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also es findet eine Entwicklung statt und die trägt uns jetzt hoffentlich ins Viertelfinale der Champions League. Unser Achtelfinalgegner ist Monaco. Ich würde mal sagen, gegen die haben wir normalerweise ganz gute Chancen. 1:1 endet das Hinspiel. Das ist jetzt nicht so überzeugend und könnte halt dafür sorgen, dass wir jetzt im Rückspiel rausfliegen. 3:2 verlieren wir einfach. Ey, so gut kann Monaco doch nicht sein. Also mittlerweile wie schon sagen, dass wir mit dem Team Favorit auf den Champions League Titel sind. Aber scheinbar täusche ich mich da komplett und wir sind noch meilenweit davon entfernt. Das Mindeste ist jetzt, dass wir die Serie A gewinnen. So weit ist es mittlerweile schon. Und das zeigt ja auch im Ergebnis, wir haben 20 Punkte mehr als der Zweitplatzierte. Also in der Serie A sind wir scheinbar enteilt, aber halt auch nur in der Liga. Ne? In den anderen Wettbewerben auf gar keinen Fall. Da haben wir einfach keine Chance. UEFA Superpokalsieger PSG, die wahrscheinlich auch wieder die Champions League gewinnen. Nein, tatsächlich nicht. In diesem Jahr geht der Titel an den FC Bayern München. Conference League holt HNK Rijeka.
Ich hoffe, ich habe die auch nur ansatzweise richtig ausgesprochen. Top-Torschütze bei uns in diesem Jahr ist Julio Córdoba zusammen mit Skjel de Rup. Bester Vorlagengeber Sidney Räbiger mit 31 Vorlagen. Aber ich fürchte halt, dass bei dem jetzt dann auch schon langsam Schluss ist mit der Entwicklung. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann gehen wir jetzt in die mittlerweile 10. Saison in dieser Sprint to Glory. Dementsprechend darf ich hier echt nur noch Regens holen, weil die ganzen Spieler aus der Realität einfach viel zu alt sind. Simone Benedetti ist ein gutes Beispiel, das ist der Regen von Verratti. Der ist jetzt keiner direkt für die Startelf, aber ich denke mal auf lange Sicht wird er da reinrutschen und vor allem haben wir einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler im Kader dringend gebraucht. Wie habe ich das denn bitte jetzt geschafft? Jamal Musiala eingetauscht gegen Thaïs Magno, der ist sogar noch ein Jahr jünger. Boah, was eine krasse Verpflichtung. Und es ging wirklich nur auf den Cent genau aus. Aber das ist nochmal eine ultimative Verpflichtung. Das hat eben gekostet 28 Millionen plus Thaïs Magno, der war 44 wert. Also das ist so ein guter Deal für uns. Bis hierhin definitiv der Beste in dieser kompletten Sprint to Glory. Von daher sehr, sehr gute Transferphase. Und wir können glücklich und zufrieden ein Stückchen weiter simulieren. Aber genau solche Moves müssen wir einfach machen, um uns weiterzuentwickeln. Erster in der Serie A, das ist nichts Neues, 44 Punkte. Ich würde sagen, wir sind im Prinzip jetzt schon Meister. Supercup haben wir dieses Jahr sogar geholt. Aber, dieser dumme italienische Pokal, da sind wir mal wieder in der ersten Runde rausgeflogen. Das ist echt so ein Witz. Immerhin stehen wir wieder in der K.O.-Phase. Der Champions League treffen da auf Borussia Dortmund, nachdem wir kein Spiel in der Gruppenphase verloren haben. Und ich glaube, wir springen tatsächlich jetzt auch direkt zur K.O.-Phase. Also außer es passiert jetzt noch irgendwas transfermäßig, aber es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich behalte natürlich recht und damit herzlich willkommen zum Champions League Achtelfinale 2032 zwischen Borussia Dortmund und Juve Stabia. Normalerweise würde ich sagen, wir gewinnen das. Das wird eine ganz, ganz knappe Geschichte. Jamal Musiala rettet uns in der 87. einen 2:1 Sieg. Das ist eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel zu Hause im Stadio Romeno Menti 1:0 Córdoba. Und damit stehen wir zum allerersten Mal im Champions League Viertelfinale, wo der Gegner AC Milan heißt. Einfach ein italienisches Duell und ein paar Tage vorher haben wir 3:0 gegen die zu Hause gewonnen. Jetzt geht's aber wieder zu denen ins Stadion. Stadio Giuseppe Meazza und danach erst wieder zu uns nach Hause. 2:0. Es sieht gut aus. Es sieht so aus, als könnten wir mit der Truppe hier ins Halbfinale einziehen. Und generell, wir gewinnen halt fast jedes Spiel. Das ist so krass. Jetzt kann ich nochmal schauen, wie unser Stadion heißt. Stadio Romeo Menti. Ich war mir nicht sicher, ob ich es vorher zu 100% richtig vorgelesen habe. 1:1 im Rückspiel, aber das reicht. Damit sind wir nur noch einen Schritt vom großen Finale entfernt. Wir müssen nur noch Monaco über zwei Partien schlagen. Komm, jetzt im Hinspiel. Leg direkt los. 2:1. Das ist sehr gut. Wir könnten es dieses Jahr wirklich packen, dürfen zu Hause nur nicht verlieren. 3:1. Eine klare Geschichte. Und damit ziehen wir hochverdient ins Champions League Finale gegen natürlich Paris Saint-Germain ein. Aber jetzt finde ich auch richtig cool, dass wir da jetzt auf die treffen, weil die haben ja ungefähr jede Champions League gefühlt gewonnen in dieser Sprint to Glory. Von daher würde ich sagen, ist das der perfekte Endgegner. Bevor wir da jetzt aber reingehen, selbst gezockt natürlich, schauen wir uns abschließend nochmal die ganzen Wettbewerbe an. Serie A haben wir gewonnen. Natürlich haben die 100-Punkte-Marke geknackt. ES5 Supercup gehört auch uns. Coppa Italia wahrscheinlich nicht. Genau so ist es. Das ist einfach nicht unser Wettbewerb. UEFA Superpokal gewinnt Olympique Lyon in dieser Saison. Europa League geht an Ajax Amsterdam. Conference League gönnt sich Inter Mailand. So sieht das Team jetzt aus. Ist schon richtig, richtig nice. Vor allem die Entwicklung von Zimmermann. Wie ist der bitte noch auf eine 93 hoch? Bester Torschütze Tim Desmet, der Regen von Lukaku. Auch der hat sich geisterkrank entwickelt. Jamal Musiala hat brutal eingeschlagen. Der hat auch die zweitmeisten Vorlagen hinter Sidney Räbiger, den ich glaube ich noch nie bei einer Sprint to Glory hatte. Auf den freue ich mich jetzt ganz besonders in der Partie gegen Paris Saint-Germain. Es ist so verrückt, wer bei PSG in der Offensive spielt. Fast ähnlich verrückt ist, dass wir hier im Olympiastadion antreten. Gegen das bis hierhin mit Abstand beste Team in dieser kompletten Sprint to Glory. Ja, und da seht ihr die Kollegen auch schon. Natürlich bilden hier immer noch Neymar, Mbappé und Messi das Dreiergespann in der Offensive von PSG. Aber ansonsten haben die noch einige Spieler, die auch in der Realität bei denen spielen. Also es ist schon krass, was die Motta bewirkt. Am Gameplay an sich sollte sich aber
nichts verändert haben. Und das ist auch wichtig, denn es darf auf keinen Fall schwerer geworden sein. Was ist das denn, Scalvini? Also selbst wenn es nicht schwerer geworden ist, wir gehen hier in Rückstand auf eine extrem dumme Art und Weise. Ich meine, klar, ansonsten wäre ein Mbappé dahinter gewesen, hätte ihn reingeschossen. Aber trotzdem, Eigentor tut immer ganz besonders weh. Aber ich komme gar nicht dazu zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Und zwar geht es mir darum, dass ich halt schon ewig kein Gameplay mehr gezockt habe. Bin immer nur im Menü unterwegs. Und deshalb fühlt sie das hier gerade echt komisch an. Und trotzdem ist da Desmet. 1:1, 21. Minute. Ich kann immer noch, zumindest so ein bisschen. Aber es fühlt sich schon trotzdem ganz komisch hier gerade an. Musiala im Dribbling. Skjelderup legt den nochmal zu Musiala. Da muss ich schießen. Und Musiala ist eiskalt. Mal eben das Spiel gedreht. Jawohl. Und jetzt sind wir im Flow. Der sollte nicht im Abseits stehen. Donnarumma kommt nicht raus. Ich versuche die flache Flanke eingenetzt. Desmet schon wieder. Und jetzt geht es nur noch darum, das Ding hier nach Hause zu bringen. Fofana 4:1. In der 72. kommt PSG wieder ein Stückchen ran. Kylian Mbappé erzielt das 4:2. Der ist doch auch locker 32 Jahre alt oder so hier. Komm, Skjelderup, mach endgültig alles klar. Skjelderup! Wir zerlegen PSG mit 5:2. Und das ist auch das Ende, was dieses Sprint to Glory einfach verdient hat. Endlich gewinnen wir den Champions League-Titel mit Juve Stabia nach vielen, vielen Jahren. Ich meine, wir haben in der dritten italienischen Liga gestartet. Das gab's vorher so noch nie und ich hoffe, das hat sich ein Daumen von euch da draußen verdient. Zeigt da einfach euren Support gerne auch mit einem Kommentar, damit das Video noch mehr Leuten angezeigt wird und noch mehr Leute sich die Reise aus der Serie C anschauen können. Vergesst nicht, euch Top 11 über den Link in der Videobeschreibung runterzuladen. Und damit verabschiede ich mich mit diesen wunderschönen Bildern. Bis zum nächsten Mal. Euer Brünnchen. Eine weitere Sprint to Glory im Kasten. Aber es ist nicht irgendeine Sprint to Glory. Es war definitiv eine weitere besondere Sprint to Glory. Ich meine, eigentlich mache ich nur noch besondere Sprint to Glories. Aber das war eine besondere, besondere Sprint to Glory. Es ist so cool mit den Mods, ne? Ich hoffe, dass es in FIFA 23 auch wieder sowas gibt.